Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Ja, wir haben heute den 7.6. Ich habe heute Geburtstag und ich habe heute meine Online-Bestellung bei Saturn abgeholt. Ich habe mir 6 PlayStation 5 Spiele bestellt, weil die stark reduziert waren und ich Interesse daran hatte, diese für die PlayStation 5 zu haben. Und sollte euch eines dieser Spiele interessieren, verlinke ich euch zu jedem Spiel und einem Videobeschreibung. Einen Trailer könnt ihr euch gerne ansehen. Und wenn ihr die Spiele gespielt habt, könnt ihr mir gerne auch eure Meinung in den Kommentaren schreiben. Fangen wir an mit dem ersten Spiel, das ist Persona Royale 5. Das Spiel gibt es natürlich neben der PlayStation 5 auch für die PlayStation 4, für die Nintendo Switch und als Xbox One bzw. Xbox Series X Crossfassung. Und ist ein tolles Rollenspiel meiner Meinung nach. Und ich glaube, regulär hat das immer um die 60 Euro gekostet. Und jetzt hat Saturn Online für 34,99. Es gibt es auch in der Steelbook Edition, aber ich hatte mir die Standardfassung bestellt, weil ich die eine erst nicht gesehen habe. Und ist ein tolles Spiel, wollte ich unbedingt auch für die PS5 haben. Ist ab 16 Jahren freigegeben, USK, PG 16. So ein Atlas. Ich glaube, die nächste wird auch Persona 6 angekündigt. Gibt da so Gerüchte. Ich bin mal gespannt. Und wenn, wie gesagt, wenn ihr japanische Anime-Rollenspiele mögt, guckt euch das auf jeden Fall an. Es ist richtig cool, stylisch. Mir gefällt es richtig gut. Und es hat auch deutsche Bildschirmtexte. Ist von Sega gepublished, beziehungsweise Atlas entwickelt worden. Geht so ein Spieler, ein Netzwerkspieler steht da, braucht 32 GB Speicherplatz, Vibrationsfunktionen unterstützt, Stimmen auf Japanisch und Englisch und Texte auf Deutsch. Ja, und das habe ich auch schon in der Collector Edition für die PlayStation 4, als Standardfassung für die PlayStation 4. Ne, stimmt gar nicht. Ich habe es mir damals zum Release für die PlayStation 3 gekauft, in der Collector Edition für die PlayStation 4. Da war das noch die erste Auflage, die Englisch war. Und dann habe ich mir nochmal diese Edition Collector Edition geholt für die PlayStation 4 mit der Maske. Vor kurzem habe ich mir die Xbox Series X bzw. Xbox One Fassung gekauft und jetzt nochmal die PlayStation 5 Fassung. Wie gesagt, ich mag das Spiel und ich hoffe ja immer noch, dass die HD-Version von Persona 3 und 4 physisch rauskommen werden. So, so sieht's aus. Guck mal, die Liste ist locker, ob da alles drin ist. Jo, leider nichts dabei. So, dann haben wir ein Spiel, was die große Hoffnung als Exklusivtitel gewesen ist von Square Enix. Forspoken. Und es war ja wohl, also im Flop würde ich sagen, ist es nicht, aber es hat halt nicht viele die Erwartungen erfüllt, die es haben sollte, weil die Trailer ja, oh, es ist eine riesenschöne Open World. Aber das Spiel soll nicht so cool sein. Das kostet, glaube ich, regulär 70, 77, 78 Euro und es gibt es jetzt für 34,99. Und da habe ich es mir gerne mal mitgenommen und ich bin gespannt, wie es ist. Wenn ihr das selbst gespielt habt, schreibt mir da gerne eure Meinung, weil da waren ja sehr, sehr viele enttäuscht von. Ich bin gespannt, guck es mir auf jeden Fall mal an. Spielesynchronisation Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Text und Untertitel Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Brasilianisch, Portugiesisch, Rumänisch, Arabisch und Japanisch. Geht so ein Spiel, braucht 100 GB Speicherplatz, Gigabyte, Vibration und Trigger-Effekte unterstützt und Ingame-Käufe. Das mag ich überhaupt nicht. Und ich habe keine Ahnung, was da geht in der Story. Ich glaube, diese junge Dame, wo ich den Namen nicht weiß, da gab es ja auch mal eine Steelbook Edition, wird in die Welt gezogen und kriegt Fähigkeiten und irgendwas mit Magie, mehr weiß ich nicht. Riecht aber sehr gut. Oh, hier ist ein Code und es hat ein Wendecover. Ja, hier könnt ihr einlösen, wenn ihr möchtet. Riecht aber echt gut. Oh. Ein Hinweisblättchen gibt es von Square Enix. So sieht die Disc aus, auch nichts Besonderes. Und das Wendecover. Ne? Wenn ihr in Saturn selber geht, kann ich euch nur raten, ich war da gestern auf meinem Spiel und da sind die Spiele mit Normalpreis noch ausgestellt teilweise. Und dann habe ich gefragt, ja, aber das kostet doch so und so. Ich habe es online gesehen. Forspoken, das habe ich mich so gekauft. Das hatte ich nicht online bestellt. Dann meinte ich, nö, das kostet, hat es gesagt, das kostet 34,99. Und so ist das Wendecover. So, das. Dann habe ich mir The Witcher Wild Hunt 3 in der Complete Edition gekauft. Habe ich für die Xbox One. Wollte es aber auch damals die PS4 noch holen. Jetzt habe ich mir die PS5-Fassung hier geholt. Kostet, glaube ich, um die 40 Euro neu. 16,99. Und die sind wohl beinhaltet alle zusätzliche Abenteuer, Hearthstone, Bloodwine und alle DLCs. Und das finde ich cool. Ich hoffe, das ist alles auf Disc, das weiß ich jetzt nicht. Geht so ein Spiel, braucht 65 GB Speicherplatz, Vibration und Trigger-Effekt werden wieder unterstützt. Das preisgekrönte Spiel seiner Generation jetzt für die nächste Generation verbessert. Ich glaube, das hatte am Anfang aber viele, viele Fehler, aber ich glaube, die wurden inzwischen gepatcht. Wenn ich mich nicht irre, ich meine, ich hätte da was gelesen. Und so was man an Rezensionen sieht, ist die Next-Gen-Version, beziehungsweise jetzt die aktuelle Fassung, auch sehr schön.
Leider nichts dabei, aber es ist alles auf Disc, so muss es sein. Dann haben wir hier die Klonoa ja, Cool Compilation mit, ich glaube, Teil 1 und 2. Und die habe ich ja damals zumindest für die PS4 gekauft. Für die Switch habe ich es mir gekauft, jetzt für die PS5 für 19,99 €. Er geht zu ein bis zwei Spielen, braucht 20 GB Speicherplatz, Vibration, Trigger-Effekt werden unterstützt und Ingame-Käufe. Und das sind zwei schöne alte Plattformen, die nochmal neu aufgelegt wurden, wobei ja Klonoa 1 ist ja eigentlich schon die Umsetzung eines Wii-Spiels, weil das Remake von dem PlayStation 1-Spiel war. Wurde jetzt halt nochmal halt für die aktuelle Konsolengeneration, die letzten Konsolengeneration umgesetzt. Aber hat keine deutsche Sprachausgabe wie die Wii-Fassung. Ist trotzdem egal, es sind schöne Plattformer. Kann man sich kaufen. Gibt es neben der PS5-Fassung auch für die PlayStation 4, Nintendo Switch und als Xbox One Series X Cross-Fassung. Aber diese Xbox-Fassung gibt es nicht bei uns in Deutschland, sondern nur bei unseren europäischen Nachbarn, Italien, Frankreich, Spanien. Nur nicht bei uns leider. Irgendwann findet diese auch noch bei mir den Weg. So. Da haben wir einen Code, den behalte ich natürlich. Points-Punkte. So sieht die Disk aus. Punkte. So, die. Dann haben wir das Spiel, wollte ich mir schon länger kaufen. Eigentlich zuerst für die PlayStation 4, aber die PlayStation 4-Fassung war online bei mir nicht verfügbar. Strangers Paradise Final Fantasy Origins. Ist ja, glaube ich, Final Fantasy 1, so wie ich es verstanden habe. Halt ein bisschen nicht so wirklich Demon's Souls, Dark Souls, aber so in die Richtung. Und da bin ich gespannt drauf. Viele finden es okay, manche finden es kacke, viele finden es aber auch super. Und ich lasse mich da auch wieder überraschen. Gibt es für die PlayStation 5 und PlayStation 4 und ich glaube auch für die Xbox One bzw. Xbox Series X. So. Und das hat 22,95 € gekostet. Ich gucke gerade die Hülle an, hier ist ein Kratzer. War auf Originalfolie eigentlich. Aber gut. Chaos Erwartete steht hier. Geht zu einem Spieler, 1 bis 3 Spieler Netzwerk. PlayStation Plus Abonnent ist erforderlich. 80 GB braucht das Ganze. Vibration und Trigger-Effekt werden unterstützt. Gucken wir mal rein. Die Disk sieht so aus. Könnt ihr euch gerne ja, einlösen, den Code. Und ich meine, ist ja cool, dass Square Enix ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückgehen muss. Ich meine, die haben ja alle westlichen Spiele fast abgedrückt, also verkauft. Und dann haben sie viele japanische Spiele ins Netz rausgebracht. Valkyrie Elysium und neues Star Ocean, das hier. Aber da verstehe ich nicht, dass sie die Final Fantasy Pixel Collection mit Teil 1 bis 6 nicht einfach in den Handel gebracht haben für 50, 60 € oder 40 € von mir aus. Nein, nur limitiert und die ist ja natürlich ausverkauft. Schade eigentlich, dass das Wendecover. So. Finde ich ein bisschen schade, aber mal gucken, wie das ist. Vielleicht findet das Screen, das muss man da neu holen und das ist ein Kratzer, das stört mich ein bisschen. Und dann habe ich mir nochmal Tactics Ogre Reboot gekauft oder Reborn für die PlayStation 5, auch online bestellt für, ich weiß nicht, ich glaube 24 €. USK 12, PEGI 12, ist ein schönes Strategiespiel, ist nicht schwer, ich meine, ist nicht ohne, es ist schwer. Ist eigentlich ein Super Nintendo-Titel, der damals für die PSP umgesetzt wurde, da man nur englische Bildschirmtexte hatte, wurde dann nochmal für die PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation 5 umgesetzt. Letztes Jahr und jetzt habe ich das nochmal für die PS5 gekauft und ja, sowas liebe ich, sowas muss man unterstützen. Geht zu einem Spieler, braucht 8 GB Speicherplatz, Vibration und Trigger-Effekt werden unterstützt und es hat auch deutsche Bildschirmtexte. Und ich hoffe ja immer, dass solche Spiele ja, so verkauft werden, dass Square Enix zufrieden ist, dass wir solche Spiele auch physisch weiterhin bekommen. Das hoffe ich ja immer noch von Live Alive, was ja für die Nintendo Switch bei uns physisch erschienen ist. So sieht die Disc aus. Kann ja wieder einlösen. Das ist auch ein sehr cooles Spiel. Ist natürlich nicht so geil wie die alten Teile, aber ich fand es trotzdem hat Charme. Und das Spiel ist eigentlich auch cool. Da verstehe ich aber wie das Square Enix auch zum Beispiel nicht. Ein cooles Star Ocean, aber es hat nur englische und französische Bildschirmtexte und keine deutsche. Da hätte ich Square Enix nie verstehen, aber naja, gut. Und das waren meine 6 Spiele für die PlayStation 5 in diesem Video. Wenn ihr eins dieser Spiele gespielt habt, könnt ihr mir gerne eure Meinung schreiben. Ansonsten sollte euch eins dieser Spiele interessieren. Guckt euch die Trailer an. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Geduld und würde mich über einen Kommentar, Like sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann, euer Gabatrons. Ciao.